Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talked Assassin's Creed Black Flag. Wie ihr seht, sind wir gerade angekommen in der Taverne. Und ja, treffen uns erstmal mit unseren alten Freunden, sozusagen, mit denen wir auf Capra-Fahrt waren. Und ja, da werden wir gleich mal sehen, wer das jetzt hier ist. Ah ne, das ist mit unserem ersten Offizier treffen wir uns hier. Okay. Wartet mal. Die Musik fehlt. Die Musik. Ganz kurz, ganz kurz. Auch wenn mich YouTube deswegen ankackt. Machen wir mal 4. Oh, die ist ganz dezent. Okay. Bei Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trink mit uns. Guten Morgen. Ahoi, Kenway. Wer ist das? Adewale, Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw? Du hast deine Brig nach einem lausigen Vogel getauft? Ade, diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konföderation hier. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kitt. Du lässt ihn eine Muskete tragen? Frieden, Ben. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um ein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Nur sei vorsichtig. Vor 2 Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. Ja, klar. Mach ein paar Engländer platt. Okay. Crew verstärken. Es gibt 2 Möglichkeiten, man sagt, zum Mitglied anzuheuern. Sie können Seeleute in Tavern anheuern oder sie können Piraten in Not helfen. Schick alle Männer, die du findest, zur Jackdaw. Gib ihnen Arbeit. Danke, Ade. Das werde ich machen. Achso, Ade ist weg. Okay, gut. Oh, Bart juckt. Ich kann euch doch nicht liegen lassen dort, Leute. So, was? Wo ist die Kiste dahinter? Oh, die kriegen wir auch, okay. Na, 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 na. Papa will die Kiste haben. Okay, 22 Truhen können wir hier knacken. So, gleich. Aha. Wenn du es auf die harte Tour willst, dem kommen wir gerne nach. Ich habe genug gelitten. Lasst mich in Frieden. Dampf. So. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. Und wir nicht. Noch eine Kiste. Die holt sich Papa natürlich auch noch. Cool. Oh, da sind Sprengfässer. Okay. Das heißt hier lang. Aha. Man sah euch letzten Mittwoch an Bord des Postschiffs gehen. Ich weiß nicht, wen ihr sucht. Aber bei allem, was mir heilig ist, ich bin es nicht. Captain Kenway, gerade rechtzeitig. Wir sehen uns an Bord. So, was bist du denn hier für einer? Hast du wenigstens Kohle dabei? Auch nicht genug. Aber die Kiste kann ich hier mal plündern. So. Come on, man.
Na los. Ja, das war's wohl, Kollege, ha? Ihr feuert doch hier nicht rum. Halt. Achso, das sind Kämpfer. Okay, auf zum nächsten Punkt. Was ist das hier? Ah. So. Können wir Waffenausrüstung holen wieder. Warte mal, hier wird schon wieder gekämpft. Schon wieder? Ach so. Ich suhl mich in deinem Blut, bevor ich Ketten trage. Geht doch. Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. Oh. Nochmal Musik. So. Wartet mal, da unten sind mehr, bevor ich da ins große rote Gebiet einfach eindringe. Guckt nicht so, ihr blöden Engländer. So. Ach, wenn ich schon einmal hier bin, kann ich wenigstens aufdecken, ha? Na los, komm, hoch da! Edward! Ja. Ja. Achso, hier hoch dann. Okay. Ach, ganz da oben einmal. Okay. Dann tun wir einmal synchronisieren, das Fragment holen. Wenn ich schon einmal dabei bin, kann ich ja machen. Oder? Ist ja nichts dabei. Naja, habe ich schon mal einen Teil aufgedeckt. So, sehr schön. Und ab runter. So, und wo ist jetzt hier die Schatzkiste? Ach, irgendwo unter uns, ja, bestimmt, ja. Na gut. Wie viel brauchen wir noch? Einen. Den holen wir da hinten. Ach, schon wieder hier, welche. Okay. Zack, hier hoch. Das war's. Wir haben unsere Crew. Vollzählig. Drei Wachen entwaffnet und töten. Okay. Auf ein Seil schießen und den Piraten. Mist. Ach so. Auf das Seil schießen und die Hinrichtung. Okay. Ja, mal gucken. Vielleicht finden wir jetzt nochmal zwei Soldaten. Um eben halt doch diese Entwaffnung zu machen. Mensch, jetzt sucht man diese blöden Engländer und findet man keinen. Ah, vielleicht da oben welcher? Hier im Lager? Ne, ohne. Aber dafür eine Kiste. Okay. Eine unbewachte Kiste. Ist alles meins. Ach, da geht's gar nicht hoch, sehe ich gerade. Okay, ja, wie gesagt, den Turm, wenn wir schon sind, dann erklimme ich den Turm auch nochmal. Ach. So. Nein! Synchronisieren, genau. So soll es sein.
Okay. Ha, guck mal, da drüben haben wir noch ein paar Soldaten. Dann mal gucken. Ist das so ein kleiner Schlanker? Einer? Ja, die können wir jeweils entwaffnen. Das ist sehr gut. Das war ein wenig zu hoch. Okay. Oh nee, doch nicht. You! Stop! Nein! 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 Ach Mist. Okay. Doppelt entwaffnen. Okay. Das gut zu wissen. Ja, und ein drittes Schwert in der Hand. Oh. Ja, nachgeladen habe ich. Gut, dann gehen wir doch zur Hinrichtung. Dann verzichten wir mal drauf, noch zwei zu entwaffnen. So. Nee, ich dachte, er wäre jetzt ein Dings gewesen. Na gut, na gut, na gut. Halt, wartet. Captain Kenway, kommt schnell. Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Entwaffnen. Na los, komm her. Nein, 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 nein. An den Händen dieses Piraten klebt das Blut. Nein! Aber ich hab's geschafft. Oh Mann, nein! Ach, wenn der Papa zu viel will. So, jetzt. Ach, willst du herkommen? So. Katze, weg da! Captain Kenway, kommt schnell! Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler Unschuldiger. Zu vieler! Im Namen seiner Majestät ergeht daher... Ach Mist, ich hab doch Leertaste gedrückt. Okay. Ach Mist. Ha.
Sehr schön. Hat ihren eigenen Kommandanten getötet. Habe ich hier irgendwo ein Gewehr? Nee, hä? Es sinkt. Okay. Gerade zur rechten Zeit, Kenway. Ja, wie man es nimmt. Ach, sind alle weg. Okay. Gut. Zur Taverne müssen wir, glaube ich, jetzt wieder zurück. Das ist ja gar kein Problem. Nee, hier ist gar keine Musiknote, die sehe ich gerade gar nicht. Erwischt. Ja, yeah, yay. Okay. Jetzt haben wir ja genug Crewmitglieder. Nun segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet. Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen. Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal, das ist es. Rotz! Dann sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Thatch. 10.000-mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuten. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Eine Frau. Eindeutig. Ja, sie ist auf jeden Fall mit dabei. Wachen, entwaffnen und töten. Achso, ja, klar. Weil ich ja einmal gestorben bin, deswegen. Okay, okay, okay. So, und jetzt sollen wir uns da hinten melden. Was ist hier bei der Taverne? Crew anheuern? Habe ich schon genug. Er hier? Information. Oh ja, Infos. I was made sensible of a certain golden opportunity. Way I see it, if you were to make your way. Ja. Keine Ahnung. Aha. Aha, so krieg ich Informationen. Something to wet the old whistle, my friend. Na, no, nee, nix mehr. Mal gucken. Jetzt aber. How fair you, friend? Okay, nein. Drink. Okay, das waren wir mit den Infos. Crew anheuern. Okay. Nö. Das Captain Kenway? Yep. Na gut, Crew haben wir ja soweit. Dann geht's weiter zu unserem Schiff. So wie es aussieht, hä? Ja, ja, genau. Sehr schön. Ah, nee, hier. Okay. Ich dachte, jetzt zu unserem Schiff müssen wir wegfahren. Okay. Piraten und Plünderungen. Das hört sich gut an. Morgen, Kenway. Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Ist es Neid? Weil meine größer ist. Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein. Das spanische Zeug ist mir lieber. So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Ei! Okay.
entern sie Schiffe, um ihre Ladung zu plündern. Benutzen sie die Fracht, um die Jackdaw beim... Okay. Du bist der Steuermann, Kenway. Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben. Es hält mich wach. Dann nehmen wir etwas Fahrt auf, oder? Ich brauche keinen Lehrer. Wie viele Prisen haben wir zusammen als Freibeuter eingebracht? Es ist ein Unterschied, ob man an einer Kaperfahrt teilnimmt oder sie anführt. Wir suchen nach Handelsschiffen, Jungs. Die mit der richtig fetten Ladung. Suche mit dem Fernrohr einen Schoner für uns, Kenway. Das wäre eine schöne Beute. Gut, dann bring uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen würdest. Das verzaubert einfache Gemüter, du wirst sehen. Deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee im Hinterkopf behalten. Wirst du dich jeden Moment vergessen und sie der Länge nach aufschätzen könntest. Na hier, den hier. Feuere nach Belieben und lande ein paar Treffer, wenn es sein muss. Doch um Himmels Willen versenken. Macht keinen Spaß, die Fracht aus dem Meer zu haben. Auf dein Zeichen! Auf wenn... Okay. Wir werden euer Tod sein! Achtung zusammen! So! Das war's. Genau, holt sie nur rein. Tengo un buen día, señor. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Spricht jemand Englisch? Inglés? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt nochmal. Sperrt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. Er hat sein Bestes getan. Okay, wir haben ordentlich rum, wir haben Zucker, wir haben 6 Fässer und ein Crewmitglied erhalten. Guter Fang heute, Kenway. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Nach ein Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusorgen. Dann bin ich König der Kaiser. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich sind. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, hä? So. Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König. Ja, die schreiten wir auch. So. Jetzt dürfen wir unser Schiff also verbessern. Ah ne, ich muss noch weiter schwimmen. Wir wollen hier nicht anlanden, sondern bis da hinten hin durchsegeln. Okay. Dann segeln wir bis da hinten hin durch. Ach kommt. Das nehmen wir noch mit, das kleine Schiff. Hardcore, Captain! Schiffbrüchiger! Schätze, er lebt noch, Sir! Ja, mir egal. Feuer! Schieß dahin, Sir! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Schiff kommt! Waffen raus! Feuer! Waffen sind verbunden, Captain! Feuer! Kampfsegel! Bereit zum Krieg zu euren Untergang! So.
Komm's. Mist, weiter komme ich nicht rüber. Vier? Halt, warte. Oh mein Gott, jetzt habe ich zwei meiner Leute umgebracht mit. Naja, was soll's. Ist halt so. Passiert. So. Ja, wird eh wieder versenkt, das ist klar. So. So, okay. Dann segeln wir jetzt da lang. Vielleicht finden wir noch einen Schiffbrüchigen unterwegs, den wir mit einsammeln können. Das wäre ganz okay. Aha. Okay. Ah, da hinten können wir entlang. Wartet mal. Großsegel rein, Bramsegel reffen. Großsegel setzen. Das Schiff, das hat Holz. Alle Segel, sie verträgt das. Das nehmen wir mit. Ein Schotthorn an die Schoten. Das Holz nehmen wir auf jeden Fall mit. Da können wir auf jeden Fall wahrscheinlich noch mehr lagern. Und wir kriegen ein Crewmitglied wieder. Was hättest du da? Nur Holz und Stoff. Und du hast... Holz. Nee. Gas und Topsegelwerk. Wir nehmen das da drüben. Vorsegelreffen. Feuer! Ah! Ein gut platzierter Schuss. Feuer! Kanone! Alle Segel, Bewegung! Sie versuchen zu fliehen. Halt Feuer! Feindliches Feuer! Schieß mal ab! Rahm- und Marssegel festzurren! Gar kein Problem. Der Blaster da gehört mir, verstanden? So, sehr schön. Ja, gleich. Gleich, meine Leute. Gleich können wir entern. So. Nun, dann haben wir jetzt gleich zwei Schiffe. Setzt jeden Zoll Segel! Drei Stück. Schul rutscht. So, können wir das überspringen? Achso. So, ein Crewmitglied auf jeden Fall. Ah, das können wir überspringen. Okay. So, die Crew ist voll. So, dafür können wir den Rest aufnehmen jetzt. Erbeutet Zucker. Okay, gut. Sehr schön. Jetzt können wir ganz in Ruhe. Ah, nee. Ach, wir müssen gleich hier hin. Ich dachte, wir müssen noch weiterfahren. Okay. Okay. So. Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten. Holt alles. Alle Segel reffen. Topsegel so, aufgehalten. Topsegel bergen. Sehr schön.
So, und was sollen wir jetzt hier? Ach, unser Schiff reparieren lassen, so wie es aussieht. Okay, kaufen. Doll Upgrades. Ja, natürlich. Tun wir das. Den Rumpf verstärken. Okay. Oh, Mission Bennett. Seeleute mit. Okay, haben wir. Ah, haben wir alles gleich geschafft. Sehr schön. Kein schlechter Fang heute. Weiter so, Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf. Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut und Schweiß und ein paar Fetzen Stoff. Wir tragen keine Farben. Wir preisen deren Fehlen. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Sei stolz darauf. Danke. Gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen? Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philipps Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Okay. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ei, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Metallplünder. Ein paar kleine Fische, um die großen zu ködern. Genau. Also kapere und plündere frisch drauf los, Captain Ken. Okay, Fernrohr. Ja, habe ich schon gemacht. Segel somit voraus! Eine Militärbrücke am Horizont! Gutes Auge, Mann! Bist du bereit dafür, Kenway? Aber sie wird sowas sicher von einen guten Kampf liefern. Wer ist dafür, die Brücke aufzubringen? Ruft ein! Na, genau das wollte ich hören! Genau. Gib das Signal! Bemannt die Kanonen! Vorsicht mit der Navy, Jungs! So rang wie Breitseiten geben. Oder? Ei, gute Idee. Reiche Feuer, Sir! Feindliches Kriegsschiff! Feuer! Ein guter Treffer könnte sie da. Feuer! Bereit zur Feuer! Dort ist sie verwundlacken! Feuer! Feuer! Da, nur ein gut platziertes Feuer! Sie darf uns auf keinen Fall rammen, Captain! Feuer! Ihre ja. Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer! Feuer! Uns versenken, Kenway! Feuer! Haben Treffer eingesteckt! Feuer! Ja. Keine Sorge. Feuer! Ach. Gut genug! Wenn sie uns rammen wollen, sind Feuer! Sie lass sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Erhalten Befehle! An Steuer, Captain! Du reißt uns in Stücke! Diese Schwachstelle! Haben Feuer! Schaden genommen! Nein, halt! So. Segelreffen raus aus der Böe! Kettengeschosse bremsen Sie, Captain! Ja, aber wie mache ich das? Aufkeilen! Nehmt Druck vom Baum! So viel Segel, wie ihr könnt! Alle Segel setzen und starten fest! Ich versuche ja hier gerade. Lass sie uns nicht rammen, Captain! Leesegel einholen! Feuer! Ja! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Da, nur ein guter Feuer! Feuer! In dem ja! Alle Segel raffen! Ich hab sie! Leesegel heißt! Kopfsegel reißen! Bereit, Männer! Legt sie auf die Schlacht! Holt sie nieder, raus aus dem Wind! Jetzt gilt es, Jungs! Tretet sie in den Arsch und lasst die britischen
Ach komm, ich muss rüber. Nein! Na gut. Ach so. Okay, und Abbruch da. Okay. Ja. Ganz alleine. Bam. Puh. 65 Metall. Fast alles geschafft. Ach nein, nicht versenken. Hätte schon gebraucht für ein schönes Schiff. Naja, was soll's. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken, Sir. Bring die Hauptsegel in den Wind! Hoch die Banden, na wird's bald! Braucht noch ein bisschen Metall. Alles setzen und schaffen! Ach, wisst ihr was, das machen wir jetzt auch noch. Lief gerade sehr gut für uns. Von Backbord, Captain! Schiffbrüchige Wasser, Captain! Feuer! Ja! Bereit zum Feuer, Captain! Feuer! Sie verbunden, Captain! Feuer! Erwarten Befehle, Captain! Werft die Trab- und Plansegel! Feuer! Die Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer! Einholen! Feuer! Ja! So. Keine Schlimmeres. Feuer! Ja! Okay, 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 okay. Feuer! Ja, ein Treffer hier am Schiff. Feuer! Warten auf dein Zeichen. Feuer! Da, Captain, da sind sie. Feuer! Feuer! Alle Segel, sie verträgt das! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Verdammt, bist du verrückt, Captain? Feuer! Marschiert! So? Aufgeilen! Nehmt Druck vom Bauch! Hauptsegelberg! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer! Bereit zu schießen, Captain! Feuer! Nachladen! Der nächste trifft! Auf jeden Fall Segel! Und getroffen, Sir! Verdammt! Jetzt Feuer! Ja. Segel lässt raus aus der Bühne! Banden hoch und Ladies, rennt! Hier kommt Jack! Und bringt seine Freunde mit! Sieg! Und die Landratten ein! Papa schwimmt ein bisschen nach rüber. Wenn sie kommt, gibt sie den Tod. Zack. Schon mal drei Tote. Ah!
So. Geschafft. Ja. Okay, zwei Leute haben wir verloren. Aber naja, was soll's. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall Crew wieder dazu und ordentlich Zeug. Rum, Zucker. Ach, was wollen wir mehr? Genau. So, immer noch soll ich Metall suchen. Du hast nur Fässer. Hast du Metall? Nee, nur Zucker. Hm. Segel setzen! Hoch, Leute! Ah, da hinten ist noch ein Schiff. Hörte sie singen? Ganz leiser. Von Backbord, Sir. Schiffbrüchiger Seemann. Aha, nein. Mist. Bullenhai, okay. Du bist das Schiff, was ich haben will. Rahm- und Marssegel festzurren! Alle Segelbergen habt ihr nicht gehört! Halt, halt, halt! Captain steuert selbst. Vorsegel setzen! Hm. Du hast Rum und Zucker dran, ja. Aber ich will nur das Schiff haben. Ich muss warten, bis die weit genug weg sind. Stopp! Ram! Marssegel! Feuer! Ja! Ja! Achtung! Wir stoßen zusammen! Halt, halt, halt! Sehr schön. Alle Segel, Bewegung! B-Segel raus! Lassen wir sie Eisen schmecken! Haltet mein Deck sauber! Verstanden! Haltet mein Deck sauber! Verstanden! Ach, Mist! Haltet sie zurück! Obwohl, naja, komm. Ach Mist, das waren nur drei Kugeln. Was? Puh. Jetzt haben wir das ganze Metall fertig. Yes. Und die Jackdoll wird repariert, damit wird das Schiff versenkt. So, ich glaube, jetzt haben wir... Ah. So eine Keilerei, bei Gott. Wie stehen wir da? Ein guter Fang, kein Zweifel. Jetzt sollten wir uns besser zurückziehen und uns Anonymität erkaufen. Einverstanden. Also, wie werden wir unseren schlechten Ruf wieder los? Mit Geld, Bursche. Ein hübsches Sümmchen an den richtigen Beamten und die Marine lässt dich in Frieden. Gut, dann tun wir das doch. Ich muss diese guten Samariter ja irgendwann kennenlernen. Gut mitgedacht. Okay.
Konfetti-Musik? Nicht so richtig. Ach, dieses blöde Aufnehmen. Wäre YouTube nicht so dazwischen so extrem. Wegen der Musik. Mal gucken, Naja, ist okay. Irgendwann versenken wir auch solche Schiffe ohne Probleme. Aber jetzt machen wir erstmal die Anonymität. Feuer! Nein. Das machen wir nicht. Werf die Top- und Bramsegel! Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Na, dann ist ja gut. Locker trimmen, alle Segel einholen! Wiederholen und aufkeilen! Hauptsegel rein! Genau, wir wollen andocken! So, und der Kapitän läuft jetzt erstmal. Wo auch immer hin. Oh! Entschuldigung, ich hab dich zum Schwung gebracht. Ahoi, Captain! Müsst ihr abtauchen? Ein bisschen. Okay, jetzt wieder zurück. Wenn ich schon immer hier bin, dann kann ich ja auch schon mal auftauchen, oder? Also, auftauchen, ja, klar. Ich meine jetzt hier Dings holen. Den Aussichtsturm, da ist er doch. Ah ne, das ist ja nur ein Schaf, das brauche ich ja gar nicht. So. Das heißt, wir klettern mal fix hier hoch. Ach nö. Dann halt so. Okay. So. Das hab hoch hier. Mal gucken. Ich glaube, das ist nur dieser eine Punkt, den wir hier entdecken müssen. Dann haben wir soweit alles entdeckt. Okay, mal gucken. Ja, nur die eine Bucht hier. Okay. Ab ins Wasser. So. Noch ging noch wunderbar. Können wir überhaupt unsere Fracht verkaufen, die wir eingeholt haben, so wie Rum und Zucker und sowas? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Bei denen hier bestimmt, hä? So, Nein. Okay, das muss ich bestimmt gleich machen. Verkaufen. Da. Fracht verkaufen. Zucker. Und den Rum. Oh, guck mal, wir haben 10.000 in der Tasche. Achso, wir müssen nach unten. Okay. Warum? Ah, unsere Privatgemächer. Ausrüstung wechseln. Achso, hier können wir die Montur und sowas wechseln. Okay. Und da drüben können wir kaufen. Upgrades. Ach so, dafür brauchen wir Metall. Klar, und jetzt müssen wir weiter vorankommen, um die nächsten Kanonen zu bekommen. Wir können bis zu 23 Kanonen bekommen. Das ist ja krass. Wartet mal, ich gehe mal hier fix durch. Vielleicht können wir noch irgendwas anderes dazu bauen. Oder auch nicht. Aussehen der Jackdoll. Okay. Ich guck noch mal, ob wir irgendwas freigeschaltet hätten. Weiße Segel? Nein. Hm.
Diese Galionsfigur schmückt die Blackbird-Schiff der Wolf. Okay. Die sieht irgendwie nett aus. Okay. Und hier? Wir sollen wieder raus. Dann gehen wir wieder raus. Okay. Ach ja, klar, war ich jetzt Kanon und die neue Schiffsgalion-Figur da vorne. Sieht man sie. Rangesetzt habe, genau. Du bist ein Künstler, Kenway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Nicht auskippen. Genau, richtig. Ein Schluck nehmen. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Ei. Eine gute Idee. Okay. Eine Plantage. Ach, ein Jägerschiff plündern. Ach, das, was uns verfolgt hat, hätten wir... Okay. Beim nächsten Mal. Okay, die wollen also, dass wir hier, ja? Gib mir etwas Fahrt! Na gut, dann machen wir das noch. Setzt alle Segel, die wir haben! Plündern wir eben halt mal ein... Stoff, ja, okay. Tolls. Leesegel einholen! Dann plündern wir eben halt mal eine Plantage. Ja, das werden wir jetzt noch machen. Nur noch das und dann ist auch schon die Zeit eigentlich fast rum. Ja. Ach, schön, dieser Gesang. Wir sind ja gleich in der Nähe der Plantage. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir müssten weiterfahren. Oh, guck mal, hier. Da kriegen wir auf jeden Fall unseren Crewmitglied. Steuerbord! Schiffbrüchiger, treibt auf unserem Kurs! Holz und Stoff. Das brauchen wir jetzt nicht. Einfach nur noch hier weiterfahren. So. Okay. Wartet mal, ich nehme mal ganz kurz die Fracht hier auf. Das ist ja gefundenes Zeug. Dreimal Holz. Nochmal Holz. Und Stoff. Vieren und Fahrt aufnehmen. Lasst uns den Wind reiten. Ich glaube, ich soll hier andocken, wahrscheinlich, um daran zu kommen. Einholen und aufgehen! Sieht Männer, Großsegel bergen! Ach, Mist! Ist doch richtig, dass ich da so? Ja, klar, ist richtig. Okay. Leguane gibt es hier. Okay. Reden. Ach, ihr wollt da echt Probleme? Na gut. Keep him busy.
So. Naja, die nehmen wir mal aus, die Leute. Wenn die schon. Wer Spaß haben will, muss auch dafür bezahlen. Ganz einfach. So. Informationen will ich haben. Aber zackisch. A little bird told me that something. Versteht doch kein Schwein! Okay. So, na gut. Da kriegen wir schon mal eine Kiste. Dann ein Aussichtspunkt. So. Na gut, den Aussichtspunkt nur noch. Dann brauchen wir nur noch einen Leguan. Und keine Ahnung, was sonst noch. So. Aber Sprengflut oder sonst irgendwas ist die Dings hier auch zack weggespült. Da drüben auf diese etwas größere Insel, da hätten sie doch was bauen können. So. Ach Mist. So. Noch eine Flaschenpost. Ach, wenn ich schon, wie gesagt, wenn ich schon einmal hier bin, dann kann ich alles mitnehmen, was ich. Jetzt mal ehrlich, wo seht ihr die Flasche? Boah, die hätte ich voll übersehen. Aber sowas von übersehen. Ist auch noch ein Brief. Wie gesagt, keine Lust zu lesen. Irgendwann mal, wenn ich mal Lust habe. Ja, was denn? Guck mal hier, einfach entwaffnet und... Dankeschön. Achso. Andere Seite und öffnen. Danke. So. Das heißt, noch hier die Kisten plündern. Oh, da haben wir noch eine gelbe Kiste. Okay. Jo, Jackpot. 3.500. Aber wo findet man hier einen Leguan? Hm, keine Ahnung. Seht nur! Der Bastard des verstorbenen William Kidd. Immer noch ein Knabe und doch 10-mal teuflischer als sein Vater es war. Schön, dich hier zu sehen, Kenway. Immer noch schick und gemein. Hast du dieses Kostüm von einem Dandy in Havanna? Nein, Sir. Ich habe es von einer Leiche. Einer, die kurz vorher noch herumlief und mir Frechheiten ins Gesicht sagte. Ah. Also, was habe ich da über einen Angriff auf eine Plantage gehört? Kannst kein Geheimnis behalten, was? Jedenfalls nicht gut. Jeden Tag segeln Schoner voller Zucker vorbei. Von den Plantagen hier in der Nähe. Meistens halten sie hier, um ein paar Kisten davon zu verkaufen. Heute wird ein Mann erwartet, der viel Profit einbringen wird. Aha. Wenn du seine Plantage überfallen willst, zeig ich ihn dir. Ich will. Wie ein Heiratsantrag, schon regelrecht.
Gehört diese Plantage einem gewissen Backford? Das ist der Mann. Er hat Dutzende in dieser Gegend. Und er ist verdammt reich. Genau die Art, die ich gern berabe. Dein Verwalter ist hier irgendwo. Finde und verfolge ihn. Und er führt dich direkt zur Beute. Nein, 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 nein! Got him in my sights! Ach, Mist. Das wollte ich doch nicht, mein Freund. Mist. Einmal zu oft F gedrückt. Na gut. Na, da vorne ist er doch. Angemessen sind und auch die Qualität ist solide. Ei, herzhafte Melasse und Rohrzucker, das ist bekannt. Es beruhigt mich, das von euch zu hören. Trotz aller Eigenarten eurer Unternehmung hier seid ihr zweifellos Männer mit Urteilsvermögen. Ah ja. Ist natürlich jetzt nicht so gewollt, dass sie hier wegrennen. Ringe, Ringe, Reihe machen die Eier. Okay. Da drüben ist mein Schiff. Okay. Achso, ja klar, entschuldigen, dass ich dich aus der Kamera rausgeschoben habe. Manning, zu mir. Hi, Sir. Wie ist unser Kurs? Wir kehren zur Plantage zurück und machen eine Bestandsaufnahme. Es war eine gute Ernte dieses Jahr. Ihr solltet nicht so laut reden, Sir. Es ist gewiss kein freundlicher Hafen. Nonsens, Mann. Ich hatte eben ein erfreuliches Gespräch mit einem Burschen. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Wie ihr meint, Sir. Reinen los und Ankerlichten, Burschen. Wir fahren heim. Hey, get out of that bush! Nein, 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 nein! Los und Ankerlichten, Burschen, wir fahren heim. Okay, ab zur Jackdoll. Die südliche Eiche kann ich nicht. Siehst aus wie ein Mann, der an einem kühnen Plan feilt. Diesen Anblick kenne ich. Gut beobachtet, Harry. Ich habe einen von Backfords Männern großspurig über seine Plantage reden hören. Und all die Waren, die sie dort lagern. Da kam mir die Idee, dass ich ihm diese Waren abnehmen und zu einem viel besseren Preis verkaufen könnte als er. Ah, ein Mann mit Vision. Mir gefällt die Idee. Jetzt zeigt es! Backbord! Diese treibende Beute wartet nur auf uns! Jetzt mal ehrlich, guckt euch das Schiff an! Wahnsinn! Sperrgebiet, ja, ja, ist klar. Muss ich jetzt den Radien jeweils, also den Vorsicht, Suchradius diese ausweichen. Gewässer werden vom Feind bewacht. Alter, ich sehe Ärger voraus. Ich sehe sie.
Na? Ah ja. Bisschen enger rangefahren. Ah, Mist. Hauptsegel werfen! Bring die Hauptsegel in den Wind! Volles Segel, Bewegung! Groß- und Bramsegel! Gebt den Wind drauf! Alle Segel klar zum Setzen! Schön eng ranfahren. Lippen oh, voraus, Mist. Sir! Ja. Der Mann arbeitet für Peter Backfords weiter. Kennst du sie? Die Backfords und ihr Zuckerimperium? Ei. Die Backfords und die Drexes. Ich war nie auf einer ihrer Plantagen, doch ich kenne ihre Namen von vielen, die sie verfluchten. Aber du warst auf einer Plantage, ja? Einer bescheidenen. Ei. Als Kocher im Siedehaus. Siedehaus? Habt ihr da Wasser gesiedelt? Oder etwas anderes? Zuckersaft. Die Zuckerherstellung ist schwierig und gefährlich. Ja. Vielleicht erklärt das auch den hohen Preis. Wie ist das so? Auf einer Plantage zu schuften, Tag und Nacht. Nun, wenn das Zuckerrohr geerntet und geschnitten ist, wird es danach zwischen zwei Metallwalzen gründlich ausgepresst. Wenn der Saft gepresst ist, wird es Zeit, das Wasser aus dem Sirup verdampfen zu lassen. Das taten wir in großen Kesseln aus Kupfer. Ich kann dir sagen, Bruder, nichts in der Welt ist heißer als kochender Zuckersirup. Jeder einzelne Spritzer davon klebt an dir wie Pech und brennt, hinterlässt furchtbare Narben. Mein Gott. Feuer! Ja, dunkler Himmel und raue See. Ach so. Es ist riskant, so nah zu arbeiten. Die Soldaten auf der Plantage würden uns entdecken. Dann geh von Bord und schleich dich an Land. Wir kümmern uns um die Jackdaw. Okay. Zack. Kappen im Wasser! Okay. Misty, okay, Aussichtspunkt. Irgendwas glitzert doch. Nee, Felsen können wir hier nicht hoch. Nein, okay. Aber jetzt. Was ist das hier? Aha. Hä? Sie haben das hier nicht rechtzeitig. Ach! Ich hatte jetzt nur noch Zeit. Okay. Entschuldigung. Ich muss auch noch das Ziel in einer Zeit erreichen. Alarmglocken sabotieren. Okay. Keine Ahnung, was ich da gesammelt habe jetzt. Aber ich beeile mich jetzt schon. Ich beeile mich. Warum die Unordnung? Nur ein Umtrunk, Sir. Wilmington hat Geburtstag. Und ihr wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Das werden wir schon noch sehen. Denn heute Abend müsst ihr die Wachen verdoppeln. Verdoppeln, Sir? Aus welchem Grund? Ich glaube, ich wurde verfolgt, junger Mann. Von Piraten, wenn mich meine Augen nicht trügen. Obwohl ihr Schiff ungewöhnlich groß war für solchen Abschaum. Waren sicher keine Sklavenhändler, nicht bei dieser Größe. Verdopple auf jeden Fall die Wachen und halte verdammt nochmal nach allem verdächtigen Ausschau. Du da oben, schlaf nicht ein, Mann, du hast eine Aufgabe.
Entschuldigt, Sir. Ich halte meine Augen offen. Himmel, Herrgott! Was zum Teufel ist heute los? Was glaubst du, wie du diesen Alarm auslösen willst, wenn du sturzbesoffen bist und nicht geradeaus gehen kannst? Vergib mir, Sir. Ich bin frisch und munter. Und wenn ich etwas Verdächtiges sehe, werde ich umgehend die Glocke läuten. Versprochen. Ah, ja. Gedacht, ich krieg noch die zweite Glocke. Sprechen. Ich verlange Zutritt zum Lagerhaus. Welcher von euch Hunden hat den Schlüssel zum Lager? Hä? Ist denn keiner nüchtern hier? Würdet ihr mir bitte den Schlüssel bringen? Den Schlüssel, verdammt! Bringt mir den Schlüssel! We're not done here, Smith. You can guard later. Heavy or not, it's all got to be moved, lads. With gumption. You're paid to work. Da hinten ist der Schlüssel, okay. Da war doch gerade da, ist der Schlüssel. Okay. Give me a foozy and a target, and I'll do what's needed. But when them we's currently disagreeing with can't return fire. Am liebsten. Na gut, okay. Ha, geschafft. Metall, sehr schön rum, Stoff, Holz, Zucker. Yes. Und das sogar komplett geschafft. Wartet.
Wenn ich schon einmal hier bin, dann kann ich auch noch das mitnehmen. So. Das war's, Jungs. Yes, geschafft. Los, Segel, los geht's! Segel satt! Aufgeilen! Nehmt Druck vom Bau! Wir reiten den Wind so gut sie es kann. Yep. Und wir haben es wunderbar geschafft, die Plantage zu überfallen, ohne einen Schuss abzugeben zu können. Oder zu müssen. Dort schwimmt Beute! Ja, die nehme ich auch mit, die Beute. Das ist sehr schön gelaufen. So, nur nicht, dass wir hier irgendwo... Ich gucke einfach nochmal so. Oh, da hinten wird gefeuert. Okay. Naja, okay. Gib den Wind nach! Gaffelsegel lockern! Einholen! So, haben wir doch auch geschafft. Hä? Alle Segel, sie verträgt das! Ram- und Marssegel festzurren! Okay, dann müssen wir doch erst hier runter. Alle Segel niederholen! Captain über Bord! Ja, der Captain ist über Bord. Aber wir haben es auch wunderbar geschafft. So. Ach komm, dich plündern wir gleich mal. Rumarbeiten. An einer Windmühle dahinter. Okay, gut. Ja, das werden wir auch so Stück für Stück machen. So. Wunderschön geschafft. Auf unsere Piratenrepublik, Männer. Wir sind wohlhabend und frei und außer Reichweite von Königen, Pfaffen und Schuldeneintreibern. Fast 500 Mann bekennen sich inzwischen zur Küstenbruderschaft in Nassau. Das ist keine schlechte Zahl. Ja. Doch mangelt es an Verteidigung, sollte der König die Stadt angreifen, wird er uns überrennen. Dann lasst uns das Observatorium finden. Wenn es tut, was die Templer behaupten, werden wir unbesiegbar. Nicht das Gewäsch schon wieder. Camway, das sind doch nur Geschichten. Wir brauchen echte Verteidigung. Klaune Galeone, alle Kanonen auf eine Seite. Ein hübsches Schmuckstück für einen unserer Häfen. Es wird nicht einfach sein, eine spanische Galeone zu kapern. Hast du einen Sinn? Oh ja, Sir. Ich zeige sie euch. Ist ein Seelenverkäufer. Fett und lahm. Ah ja. Ein Sklavenschiff also. Na gut. Das ist dann sozusagen unsere nächste Sache. Dieses fette Sklavenschiff aufzubringen. Aber das werden wir erst beim nächsten Mal machen. Ja. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und erstmal alles Gute und ciao, ciao.